Hallo, willkommen bei Serratus 1. Heute möchte ich euch das bunte Kinderzimmer vorstellen, passend zum neuen romantischen Puppenhaus von Playmobil. So sieht es aus. Zwei Figuren dabei, zwei Kinder, ein Mädchen, ein Junge, zwei Betten, das in rosa gehalten für das Mädchen und das blaue da hinten für den Junge. Insgesamt sind 39 Teile dabei. Ich zeige es mal hier aus der Nähe. Viele Kleinteile. Ein Dinosaurier, eine Puppe, Teddybär, Stifte. Dann die Betten, ein Tisch, zwei Stühle, Bücher, ein Regal und ein cooles Bild. So, hier haben wir die Anleitung. Die machen wir jetzt gleich mal auf. Hier sind ein paar Kleinteile. Die Stifte, die Aufkleber. Hier ist die Tüte mit den Figuren. Und hier die Tüte mit der Einrichtung. Dann fangen wir mit dem Bett für den Jungen an. So, es wird einfach hier eingesteckt. So, dann kommt noch die Matratze rein. So, und schon ist das Bett fertig. Dann kommt das Bett für das Mädchen dran. Wird auch wieder einfach hier eingesteckt. Dann kommt hier oben so ein Bogen hin. Und hier oben wird dann eine Krone aufgesteckt. Hier. Die kommt dann hier rein. Dann noch die Matratze in rosa. So, jetzt fehlt noch hier oben der Aufkleber. Das ist der hier mit den Blumen. Wunderschön. Ich zeige mal das Bett aus der Nähe. Traumhaftes Mädchenbett. So, dann haben wir hier noch das Regal. Hier gibt es nichts zum Zusammenbauen. Da muss man nur die Bücher oben rein. Hier der Tisch und zwei Stühle. Dann haben wir hier jetzt noch das Bild. Zeig's mal. Das ist so ein Raumschiff und weiß nicht, sieht aus wie so ein explodierender Planet oder Stern.
Und falls ihr noch kein Haus habt, dann gibt es hier einen Ständer. Da könnt ihr das Bild dann befestigen. Und wenn ihr ein Haus habt, dann könnt ihr das ja dann direkt an die Wand ranmachen. Dann gibt es noch süßes Spielzeug, wie dieser goldige Dinosaurier hier. Ich komme mal ganz ran, ich hoffe, man kann es ein bisschen erkennen. Und hier ein Ritter. Ein Teddybär. Eine Flöte, eine Puppe, hier ist so eine Aufbewahrungskiste, hier für den Jungen ein iPod, zeige ich euch gleich mal den Jungen, das sieht so aus, ein cooles T-Shirt, kurze Hose, Sandalen. Er kann die Musik hören. Hier das Mädchen mit blonden Haaren, grünen Pulli. Und dann haben wir hier noch einen Schulranzen. Den kriegt gleich das Mädchen. Die kommt gerade von der Schule. Hier noch ein Buch. Dann gibt es noch eine kleine Tüte mit Stiften. So, die tun wir hier in die Kiste rein. Und dann gibt es noch so einen kleinen Block. Da kann man auch richtig drauf schreiben. Und hier noch eine große Kiste für das Spielzeug. So, und jetzt richte ich das Kinderzimmer im Puppenhaus ein. Das Kinderzimmer kommt in das oberste Stockwerk. Ich fange mal mit dem Bild an. Das können wir hier direkt an die Wand befestigen. Hinten in die Ecke stellen wir das Bücherregal hin. Machen wir das Fenster zu. So. Dann haben wir die Betten. Also ihr habt die Möglichkeit, ihr könnt die einzeln stellen. Zum Beispiel hier vor das Fenster. Und das eine Bett hier hin. Oder ihr könnt es einfach übereinander stellen. Und dann daraus ein Stockbett machen. Das lasse ich jetzt mal so. Das stelle ich dann hier hinten an die Wand hin. Hier haben wir den Tisch mit den Stiften und dem Block. Und hier die zwei Stühle. Die Spielzeugkiste stellen wir hier hin. Und hier noch die Kinder. Und vorhin habe ich vergessen zu sagen, ein Ball ist auch noch dabei. Und der Dinosaurier. So sieht das Kinderzimmer jetzt aus der Nähe aus. Ihr könnt es natürlich aufbauen, einrichten, wie ihr möchtet. Gekostet hat es 15 Euro. Ihr bekommt es im Internet oder auch in den normalen Spielzeuggeschäften. Schaut einfach nach, vergleicht die Preise. Und schaut wieder rein, die nächsten Tagen kommen die nächsten Einrichtungen. Das Wohnzimmer, die Küche, das Babyzimmer und was habe ich noch vergessen? Und das Elternzimmer, das Schlafzimmer. Noch 4 Sets, die zeige ich euch, dann ist das Haus komplett eingerichtet. Ja, und ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, gebt mir einen Daumen nach oben, abonniert meinen Kanal, empfehlt mich weiter. Und bis bald, euer Serratus 1.